So, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Subnautica. Heute habe ich mir vorgenommen, oder heute haben wir uns vorgenommen, dass wir endlich mal eine Insel finden. Ich habe mal jetzt so grob geguckt, wo die Inseln sind. Nimm das mal. Oh, geht nicht. Hab mal jetzt so grob geguckt, wo die Inseln sind, wo wir was finden. Und ich weiß tatsächlich, wo wir jetzt hin müssen. Jetzt sind es halt, dass wir einfach keinen Platz haben, ne? Wir brauchen echt ein größeres Inventar. Energiezelle. Ist auch noch ein bisschen was rein. Und hier ist auch noch Platz für weiteren Stuff. Perfekt. So. Okay, der Ankunft des Dings ist da. Weil da müsste jetzt eine Insel sein. Diese Wolke war ein Punkt. Und hier müsste noch eine sein. Wir können aber auch erstmal zu der Landekapsel da fahren. Schwimmen. Wie wir einfach mal jetzt so Minits-Dinits durch dieses Gebiet fahren. Es ist aber auch krass, dass uns einfach jetzt, da wir diesen Seeding in der Hand haben und jetzt so viel Sicht nach unten hin fehlt, ne? Ich mag das Biom hier tatsächlich nicht. BTF. Lol, die haben uns jetzt automatisch schon zu der Insel ge geschickt. Ja, genau. So ein Ding ist das. Spawnt da einfach dieses Monster. Jo, was ist jetzt mit dir nicht richtig? Och, Alter. Was ist das? Jo. Das stimmt mit ihm nicht. Dann kann ich das Viech nicht mal aufheben. Junge, Junge, Junge. Hätte vielleicht eine bessere Wache bauen sollen. Meter sind wir von unserer Base entfernt. Da 18 Meter bin ich da. Ach, dann ist hier gleich die Ankunft. In 36 Minuten. Ah. Jetzt habe ich es verstanden. Ich habe keinen Bock, gegen die Viecher zu kämpfen. Vor allem wird es jetzt auch noch dunkel. Ach ja, meine Taschenlampe war ja leer. Beste Leben.
Tafel einsetzen. Digga, wir haben keine Tafel. Okay, so kommen wir da nicht rein. Das müsste die Tafel sein, die wir da einsetzen sollen. Scannen. Was ist dieses Viechchen? Komm her. Stich hier ins Auge, stich hier ins Auge. Das lebt einfach immer noch. Höhlenkrebs. Aber jetzt im Dunkeln zurück zu schwimmen, habe ich ja nicht so Bock drauf, ne? Oh, die ist immer noch hier. Was ist das für ein Viech? Einfach zurück zur Base. Dann schauen wir mal zur anderen Insel. Bei der anderen Insel können wir mehr scannen. Dann haben wir dann neue Bauwerke, die wir machen können. Da können wir auch mit unserer, können wir uns auch eine Motte bauen. Mir ist gerade eben auch aufgefallen, ich habe die ganze Strecke lang nicht einmal Luft geholt beim Hinschwimmen. Sollten aber jetzt das Medikit mitnehmen. Könnte tatsächlich vorteilhaft für uns sein. Da. Da ist die große Wolke, die sich nicht bewegt. Knapp 1000 Dinger müssen wir weit schwimmen. Ich glaube, 1400 war es, glaube ich, gewesen. Ja, sind 1400, müssen wir noch schwimmen. Weiß ich nicht, vielleicht cutte ich die 10 Szenen. Die Momente, wo ich nur stumm schwimme, einfach raus. Wieder so ein Riesenmonster.
weit ist unser Spawn weg? Noch 400 Meter circa. Oh, da habe ich doch gerade was gesehen. Nein, noch nicht. Weiter. Und dieses nette Teil, was mich halt so schön anzieht. Dieser Seegleiter, whatever wie er heißt, da ist jemand. So schön wie der auch ist, ne? Der versperrt mir aber die ganze verkackte Sicht nach unten. Hier kann man schön auf die Insel gehen. So. Damit wären wir auf der Insel, auf der zweiten. Dann gucken wir doch mal, was wir alle so schön finden. Jedenfalls sind hier gerade schon mal keine Krebse, die ich bis jetzt gesehen habe. Nehmen wir mit, keine Ahnung, was das ist. Nehmen wir mit. Hätte ich vielleicht erstmal scannen sollen. Okay. Einfach mal alles scannen, was geht. Hier geht's zur Höhle. Müsste hier meine Base einbauen, eindeutig. Und wie gesagt, knapp 1400 Meter südwestlich. Noch mal einen Weg nach unten. Oder bin ich den gekommen? Nee, nicht. Einfach scannen, einfach scannen, scannen, scannen. War ja sehr einfallsreich bei den Abfindungen der Namen. Hier sind noch ein paar der Pilze, die ich gerade schon geerntet habe. Nice. Und that Pokémon. Yes. Wir haben schon mal Beta. Müssten Nahrungsmittel sein. Ja, geil. Noch mehr Nahrungsmittel. Hier ist auf jeden Fall noch einige zu holen. Kann ich meine Base eigentlich auch am Land bauen? Das wäre auch unglaublich geil zu wissen. Folgen einfach mal den Trampelpfad hier. Oh, da oben möchte ich hin. Ich glaube, von da oben hat man auch eine relativ gute Aussicht auf alles. Dann steppen wir als erstes mal nach oben. Kleinen Wandertrip hier. Durch Subnautica.
Es gibt sogar zwei Dinger. Dann gehen wir erstmal zu dem hier nach oben. Bisschen Jump and Run. Jetzt ganz schön runter. Wir können wetten, wir kommen gerade oben an, so wie das Knacken, das Ding stürzt in dem Moment gerade ab. Scannen wir erstmal den Tisch. Dann die Kommandozentrale. Inventar ist voll, jo, Inventar ist voll. Jetzt hier scannen können wir nichts mehr, nee. Doch, die Tür können wir noch scannen, geil. Das ist ganz schön lange. Was ist das? Wollte ich mich gerade wie bei Minecraft sneaken. Müssen wir noch da runter einmal. Und dann noch mal da hoch. Und dann haben wir tatsächlich hier schon. Mehr gibt es dann hier auch nicht zu holen. Ist aber geil, dass du selbst so die Felsgeräusche hast. Das finde ich ja schon ziemlich nice. Den hatten wir noch nicht gescannt. Den können wir nicht scannen. Haben wir auch alle schon gescannt. Ist diese Glaskoppel genau über uns. Hätte ich Musik. Muss ich aber sagen, ich hätte an deren Stelle die beiden Spots auch da oben hingesetzt, weil du alles überblicken kannst. Gibt's echt auch diese Scheißkrebse? Noch einer, ich könnte kotzen. Es sind sogar zwei. Zwei hat er schon kassiert. Drei, jetzt ist er down. Da ist der andere. Geronimo! Hetzerei mit Krebsen, ich sag's euch. Na, geht doch. Ja, hier habe ich die nette Steintafel.
Hier ist noch irgendwo ein Monster. Ich höre es. Lebende Wand. Haben wir? Lebende Wand haben wir auch. Nice Tab. Okay, irgendwie müssen wir jetzt da hochkommen. Gehen wir den Weg hier. Ach, da hätten wir auch lang gehen können. Das haben wir auch. Ah, hier ist eine Tür. Ja, moin. Und ich nehme den komplizierten Weg. Aber hier ist dann jetzt auch nichts mehr zum Scannen, ne? So, warte mal, von wo sind wir jetzt gekommen? Wir waren bei dem hier, waren wir. Wir müssen jetzt auf den Berg drauf. Müssen wir wieder da nach oben kraxeln. Die machen alle Essen. Müssen da lang. Und dann hier lang. Irgendwas uns da oben erwartet. Auf jeden Fall knackt es auch schon. Run, Boy, run. Wasserflasche. Das haben wir alles schon. Was mich jetzt halt gerade nur so ein bisschen verwirrt ist, dass ich nicht die da müssen wir hin. Dass ich nicht die Karte für die Seemotte finde. Ach, Seemotte, Quatsch. Das Gebäude der Seemotte finde. Das ist krass, wie riesig das Raumschiff im Vergleich zu dem hier ist. Das ist noch eine Pflanze. Heute wieder ganze Insel scannen. Gar kein Bock. Auch noch mal so ein Seeeingang, ja. Ja gut, dann einmal hier auf die Blueprints gucken. Haben wir jetzt alles befunden? Okay. Dann hier die Karte, sehr wichtig. Damit kommen wir da in dieses Gebäude rein. Das ist der Laserschneider, den müssen wir noch bauen. Und finden vor allen Dingen, ganz wichtig, finden. Hier nochmal Ultragleich. Ultra gleitfähige Schwimmflossen.
Auch eine Lichtquelle. Wir haben einiges schon gefunden. Schild, Abfalleimer, lebende Wand. Ja, nice. Hätten wir das auch schon mal. Warte mal, hier fehlt noch einer. Nein, die gucke ich mir jetzt nicht an, da habe ich keinen Bock drauf. So, Kinas. Ich würde spontan behaupten, das war's mit Folge Nummer 9. Vielen Dank, dass ihr mir zugeguckt habt. Ich hoffe, euch hat die Folge etwas gefallen. Auch wenn wir nur geschwommen sind oder uns haben ziehen lassen. Aber dafür zwei Inseln entdeckt haben. Also sind wir heute Entdecker. Ja, wir sind Entdecker. Alles klar. Bis dahin, haut da rein.